Also mein Beitrag sicherlich ist der Boden, zentrale Rolle Boden und dessen Link zur Lebensmittelsicherheit, Lebensproduktion und Klimawandel. Also das sind die großen Themen, um die es in meiner Forschung geht. Was mich jetzt an der Forschung begeistert und auch jeden Tag immer freut, dass es immer was Neues gibt. Also es ist nie, wird nie langweilig, man macht jeden Tag was anderes, man ist jeden Tag mit anderen neuen Herausforderungen konfrontiert. Man muss sie lösen, man hat auch mit sehr vielen Leuten zu tun. Das ist mit jungen Leuten, das halt hält auch er selber jung. Und das ist wirklich das, was mir am meisten auch Freude bereitet. Ja. Ich habe meine Diplomarbeit im Ausland gemacht zum Thema Boden, obwohl ich eigentlich Chemie studiert habe. Und genau in diesen Monaten, Wochen, wo ich da in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe, da hat mich wirklich so quasi, jetzt sage ich jetzt nicht der Blitz getroffen, aber jetzt im wirklich übertriebenen Sinne, wo ich wirklich gemerkt habe, das ist die Richtung, die ich einschlagen möchte. Was ich dem Mädchen raten würde, wirklich immer am Ball bleiben, an das glauben, was sie wirklich wollen. Das heißt, es gilt eigentlich nicht nur für die Naturwissenschaften, eigentlich für alle Bereiche. Jetzt natürlich für unseren Bereich der Naturwissenschaften ist es nochmal als Mädchen, also als Frau nochmal vielleicht ein Quäntchen schwerer. Aber da soll sich kein Mensch nie beirren lassen.